noch die letzten zwei Parts für heute. Und dann werde ich, denke ich, versuchen, mal Alien Rage weiter aufzunehmen. Den letzten Abschnitt davon. Okay, jetzt komme ich hier rüber. Das ist alles easy. Wunderbar. Also kommen wir doch noch hier hin. Und dann wahrscheinlich mal eins meiner zwei neuen Projekte. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Da muss ich mal gucken, inwiefern ich da heute noch durchkomme. Weil wir haben echt relativ früh, weil ich halt jetzt am Sonntag die ganzen Morgen, also die Nacht dementsprechend aufnehme. Und da kommt ein tolles Pokémon. Ein Logok, wow. Alles klar. Shinigami, das Pokémon magst du nicht. Und ich kann auch jetzt hier keinen Voltwechsel machen. Tobi, ja. Kampfschwäche. Eiler, Kampfschwäche. Das ist echt ein Problem momentan. Wir haben echt viele Antworten auf Feuer. Aber Feuerkampf ist halt echt ein Problem für uns. Und Logok sieht irgendwie relativ nice aus, muss ich sagen. Cool animiert. Sicher auch zum ersten Mal, by the way, hier, ne? So, ja. Knirscher bringt der Drachenklaue. Und dann wechseln wir, weil ich ein Vollidiot bin. Ich kämpfe gerade als Käfer-Pokémon gegen ein Feuer, Feuer-Pokémon. Bin ich dumm? Oh, riskiere ich nochmal? Komm, ich riskiere es nochmal. YOLO, wir riskieren es nochmal. Weil ich wüsste nicht, wen ich reinschicken sollte. Selbst Chrono hat eine Schwäche. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu oft, Protzer, um ehrlich zu sein. Wir machen jetzt Kehrtwende und hauen ab. Jetzt ist die Frage, wird er auf Damage gehen? Wenn er auf Damage geht, wird er wahrscheinlich physisch attackieren. Die Sache ist einfach, dass Tobi und Ayla zu lang... Also, die sind zu langsam. Das ist mein Problem. Deswegen, ich kann nur auf Chrono vertrauen. Hoffen, dass er schneller ist und mit Erdbeben das Logok finishen. Oder Steinwurf sogar. Feuerfeuer ist offensichtlich. Jetzt nach Protzer, der wird richtig wehtun. Oh, der wird richtig wehtun. Aber ich muss es riskieren. Ist Chrono schneller? Scheiße, Chrono ist langsamer. Okay, RIP. Das Ding ist jetzt so aufgeboostet. Verdammt. Okay, jetzt kann ich Aya reinschicken, weil jetzt triggert ihre Passive. Ich muss es mit Schaufler versuchen. Oh, wir sind sogar schneller. Okay, das ist sehr gut. Rein da. Ist natürlich jetzt ärgerlich um Chrono. Aber da habe ich einfach das Problem gehabt, dass... Hätte ich quasi gewechselt... Ich kann ja nicht predikten, dass der dreimal Protzer einsetzt. Das ist ja mal... Wow, Alter, ist ja schon tanky. What the fuck? Okay, Dampfwalze, komm. You can do it. Verdammt, ja, der erhöht ja seine Verteidigung. Das ist mein Problem. Jetzt müsste ich speziell angreifen. Mit einer Psycho-Attacke. Oder halt eine Wasserattacke, ne? Da war ja was. Gut, das hat gereicht. Dieses Logo hätte echt ein Problem werden können. So war es ja jetzt auch so gesehen. So, Verteidigungswert um 3, okay, Spezialangriff um 3, aber KP, glaube ich, habe ich nur 2 gesehen, ja. Das war nicht gut. Oh, und der hat mehr davon. Verdammt, der hat noch mehr davon. Okay, Tobi, du musst jetzt endlich mal irgendwas reißen, das... Verdammt, ey. Ah, wenn er nur Wasser wäre, ne? Gute Tobi. Aber ist er nicht. Eigentlich sind diese Feuerstarter, diese Kampffeuerstarter, sind eigentlich physisch gesehen relativ schwach in der Verteidigung. Gut. Ja, nehme ich so hin. War nicht viel Schaden. War easy zu überleben. Okay. Das ist doch Bullshit gerade, oder? Ist das ein Glitch, dass Feuerwirbel gerade so viel abzieht? By the way, Leute. Hä? Was ist mit Feuerwirbel passiert? Was ist denn das für ein Damage? Also, Feuerwirbel wurde überarbeitet. Aber was hat das jetzt für ein Damage? Wie viel Schaden macht die Attacke bitte? 500? Die one-shottet alles von mir gerade. Das war dumm. Wieso macht der nicht wieder Feuerwirbel? What the heck ist hier los? Davon habe ich auch leider nichts gelesen. Über Attackenänderung wurde keine Datei angelegt. Über alles andere, aber nicht darüber. Jetzt kriege ich den nicht mal down, ne? Aufgrund der Verbrennung. Ich sag ja, es hängt unter den Angriff.
krass, ich krepiere gegen den, ne? Der hat wahrscheinlich noch eins, oder? Der hat doch drei. Okay, wir haben die Attacke abgewehrt. Wenigstens etwas. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ihr merkt das ja wahrscheinlich, ne? Der Feuerwirbel, what the fuck? Okay, das Eis Unsichtvieh. Ich habe sowieso keinen mehr, den ich noch habe. Also muss Shinigami rein. Ob effektiv hin oder her. Was anderes habe ich nicht. Wen hat denn der noch alles? Okay, ich wollte schon Lichtschild machen, aber das bringt mir nichts. Haha, Hagelsturm, sehr schön. Nützt dir nur nichts? Ich bin auch Eis. Aber ich danke dir. Freut mich natürlich. Der Hagel bekommt mir gut. Der Schaden kann sich sehen lassen, dafür, dass es nur Schockwelle ist. So, wir sind kein Psycho. Das tut natürlich weh, weil es jetzt eine Stärke von 120 hat. Keine Ahnung, was... Kein Plan, wer auf die Idee kam, das so krass zu buffen, Knirscher. Aber das ist auf jeden Fall jetzt eine richtig fette Attacke, die man haben sollte. Ich sag nur Chrono und Knirscher. Da war ja was. Gut, sag mir, dass das war. Boah, danke. Der hat mich komplett auseinandergenommen, der Trainer. Das war hart. Und hat wieder einmal, ja, doch schon mehreren Parts, in denen es gut lief, gezeigt, wie anfällig unser Team einfach ist. Aufgrund der langsamen Beweglichkeit, beziehungsweise einfach des langsamen Tempos. Wenn wir da einmal an ein Pokémon geraten, wo wir quasi Wasser für bräuchten, ist momentan, haben wir niemanden. Man könnte denken, wir haben jemanden, weil man einen Austausch im Team sieht, aber im Moment ist Austausch nicht da. Tobi ist momentan nicht da. Es lief ein bisschen gut, aber wenn es auf ihn ankommt, wenn wir ihn brauchen, ist er einfach instant tot. Weil er speziell überhaupt nichts aushält und gerade Feuer-Pokémon eigentlich sogar für ihr Spezialangriff bekannt sind. Erst in den späteren Generationen kamen ja die ganzen physischen Feuer-Pokémon oder zumindest die physischen Feuerattacken. Davor war ja eher alles wirklich mehr so speziell getrimmt. Und da bräuchte man eigentlich dann gerade deswegen ein Wasser-Pokémon, das wirklich speziell einiges aushält. Und wir müssen hier rein. Charon kommt auch schon. Man sieht uns nicht. Ja, ich glaube, da drin ist jemand, deswegen gehe ich da rein. Du kannst mir ja folgen, du Made. Charon, die Obermade. Und guck mal, wen wir da haben. Gefunden! Ihr da, schaut euch näher um mich. Ich ertrage diese Kälte nicht mehr. Ja, Gruppenversammlung. Da wird einem warm. Oh mein Gott, ich weiß noch ganz genau, was jetzt hier abgeht. Leute, ich glaube, wir müssen jetzt 4 Team Plasma-Rüppel bashen, ne? 4 ich und 4 Charon, oder? War das nicht so? Genau. Den da vorne darf ich nehmen, oder? Ja, genau. Ich die rechten 4, er die linken 4. Jetzt geht's rund. Und alle mit irgendwelchen richtig krassen Pokémon, ne? Weil modifizierter Hack. Jetzt geht's rund. Okay. Das Pokémon kommt mir entgegen. Guck mal da. Du kommst mir entgegen. Wobei, Superzahn... Okay, doch, du kommst mir super gut entgegen, weil Superzahn juckt mich nicht. Ich habe so wenig KP. Superzahn tut eher weh, wenn ihr ein Pokémon habt mit viel KP. Horrorblick, okay, das ist gar nicht mal so bad von ihm. Ich mache nochmal Schockwelle. Wir können ja nur nicht fliehen, solange er im Kampf ist. Donnerblitz würde hier halt richtig reinhauen. Ne? Hyperzahn, okay. Aber wir haben gute Verteidigungswerte. Als Rotom, das freut mich eigentlich. Hätte ich selber nicht gedacht. So, und Ripp mit dir. Free Hits ist natürlich schon viel für so ein, ich sag mal, nicht wirklich starkes Pokémon. Irokex, das ist Unlichtkampf. Das bekommt mir wieder nicht. Aber ganz ehrlich, diesmal reicht's mir. Diesmal sagen wir den Kampf-Pokémon den Kampf an. Lilly darf rein. Hab langsam echt mal die Schnauze voll mit ihren Kampfattacken. Gib mir übelst auf die Nüsse. Hier, friss das. Und tschüss. Irokex, ich mag dich wirklich. Ich finde dich cool. In der normalen Edition würde ich dich sogar mitnehmen. Aber ich glaube, ich spiele die Black and White Version nie normal durch. Wir haben hier die schwarze und selbst in der weißen wird schon... Also selbst die weiße, der Durchlauf der weißen Edition wird schon etwas Besonderes haben. Selbst das steht schon fest. Also von daher, es ist zwar nicht die Hack-Version dann, wir spielen kein Hack. Wir spielen die normale Edition durch, aber ich sag mal so, mit gehackten Pokémon. Also wir stellen unser Team auch wieder aus random Pokémon zusammen. Auf die man vielleicht sonst keinen Zugriff hätte. Und es werden alle shiny sein. Also das wird super cool, es wird Spaß machen. Gut, Erzwinger. Jetzt kosten meine Attacken alle mehr.
Schockwelle. Absol ist echt stark. Wenn der jetzt Knirsche hat, der hat das Step drauf, dann tut es richtig weh. Wir sind auf jeden Fall schneller. Doppelt. Ich glaube, Schockwelle trifft immer, ne? Ich glaube, deswegen ist Schockwelle auch geil. Schockwelle ist wie Finte. Oder Aeroast, nur Typ Elektro, ne? Tiefschlag, okay. Das tut weh, ja. Wie gesagt, sein Damage ist nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn wir heilen und dann Schockwelle machen, überleben wir es. Weil ich will jetzt die KP eigentlich nicht scheren. Nee, ich will die KP nicht scheren. Ich heile mich und hau da mit Schockwelle drauf. Oder finde ich ihn mit Schockwelle. Die KP, also die EP. Obwohl Schlitzer könnte mehr abziehen. Nee, hat ja keinen Step. Hier, nimm das. Ja, wieder Schockwelle. Es tut mir leid. Ich meine, momentan haben wir nicht wirklich viel. Unheilböen hat sich noch nicht als effizient erwiesen. Noch haben wir kein Pokémon gehabt, wo ich sage, es lohnt sich. Und wieder nur 2 KP. Okay. Also Verteidigung und Spezialverteidigung ist echt gut. Und Spezialangriff. Das Rotom gefällt mir. Zwar wenig KP, aber der Rest... Verteidigungstechnisch gesehen und Spezialangriff ist echt gut. Freut mich. So, wir werden wahrscheinlich alle diese Rüpel noch in diesem Part hier wegbashen. Das freut mich. Da gibt es wieder Team Plasma Rüpel Action. Da mache ich mir was zu trinken. Und dann, glaube ich, noch ein Part oder 2. Mal gucken. Oh, die Mülltonne kommt. Die Mülltonne. Deponitox. Okay, die Mülltonne hält viel aus. Ich glaube sogar, gegen die Mülltonne hilft gar nichts. Ich glaube, gegen die Mülltonne haben wir nicht genug Damage. Deswegen machen wir Folgendes. Wir hauen ab. Und überlassen das mal einem Pokémon, das Bodenattacken hat. Wobei der Schaden gar nicht mal so bad war. Wer braucht denn Level? Du oder du? Eigentlich du, aber... Tobi, es tut mir leid, Mann. Ich weiß, dass du Level brauchst, aber... Es kommt gerade nichts Passendes für dich. Matschbombe, Typ Gift. Nicht effektiv. Und physisch. Sehr gut. Gegen Gift haben wir viele Antworten, sehe ich gerade. Toxin, das gefällt mir gar nicht. Du kleine Mülltonne. Du dreckige Mülltonne. So, wir walzen mal. Den Dampf aus dir raus. Initiative sinkt, das heißt, wir sind schneller. Nee, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Toxin wird ja auch mit jeder Runde stärker, darf man nicht vergessen. Und Eiler wird in 4 Leveln stärker. Oder sagen wir, es sind 3. Danach werde ich da auch ein bisschen Unterstützung zukommen lassen, würde ich sagen. Weil das brauche ich einfach momentan. Und wir kriegen einen Rübel nach dem anderen gebasht. Wow. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wo dieser Mega-Battle ist, wo es wieder einfach ein ganzer Part übergeht. Aber ab und zu kommen wir doch durch. So, Magnayen. Der Undichtköter, der hat wahrscheinlich auch Knirscher. Zumindest rechne ich stark damit. Bedroher, juckt mich nicht. Ich sag, ja, wir nehmen den Kampf. Wir nehmen den Kampf entgegen. Ich freue mich wirklich auf Donnerblitz. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich auf Donnerblitz freue. Oder generell, wenn Rotom einfach Donnerblitz, Eistrahl, Spukball, dann wahrscheinlich Lichtschild behält. Zumindest gehe ich davon aus, ich sehe keinen Grund darin, ihm Lichtschild wegzunehmen. Gerade weil er auch gute Spezialverteidigungswerte hat. Der einzige, der noch Spezialverteidigung, wer Lichtschild nehmen könnte für die Spezialverteidigung, wäre Lilly. Und Lilly wird definitiv nicht diese Attacke bekommen. Ach stimmt, und Chrono. Oder? War das Chrono? Ich glaube, Chrono konnte es auch nehmen. Aber Chrono eigentlich auch nicht. Der wird später... Das wird unser Damage-Dealer Number One sein. So, Radikal. Na komm, dann darfst du ran. Zeig, was du kannst, Tobi. Irgendwann muss ich dich ja mal... Gegen irgendwas muss ich dich ja mal kämpfen lassen. Kann ja nicht angehen. Bling, bling, shiny, shiny. So, stärkste Attacke ist die Aurora-Strahl momentan. Glaube ich. Also müsste sein. Einfach aufgrund dessen, weil der Spezialangriff am höchsten ist. Und es die stärkste Eisattacke ist, die wir momentan haben. Genau. Aber er schafft es wieder nicht, ne? Radikal ist schneller. Genau, noch ein Risikotackle überleben wir nicht. Radikal zwar auch nicht. Aber der könnte Suicide. Das heißt, ich musste ihn wieder heilen. Tobi ist momentan so das Pokémon, das ich im Kampf heilen muss. Aber es ist okay. Ist okay. Ich gehe stark davon aus, dass sich es lohnt, wenn er endlich später mal Surfer oder Hydro-Pumpe hat. Ich glaube, dann lohnt sich das. Klar, es ist nicht das Stärkste, aber Surfer würde... Es ist einfach so. Surfer würde radikal two-hitten an der Stelle hier. Weil es einfach wesentlich stärker als Aurora-Strahl ist. Das ist das Einzige. Wir brauchen einfach gute Attacken für ihn. Deswegen ja so ärgerlich, dass er es nicht erlernen kann.
Das gottverdammte Siedewasser. Ah, ärgerlich. Gut. Sieh einer an. Da habt ihr euch aber ein kühles Örtchen als Versteck ausgesucht. Ja, solltest du eigentlich wissen, wo die sind. Also dann, Männer, schnappt euch diese Pokémon-Diebe. Alles klar, sagt der Arbeiter von dem Mann. Komm, abführen. Weg mit dem Gestank. Hey, ich stink auch, aber ihr riecht das nicht. Also von daher. Passt das. Und ich mache mir noch was zu essen. Ja. Auch noch was zu essen. So, einer der sieben Weisen. Ich glaube, so heißt der Part. Hm, da ist übrigens ein Item. Respekt, ihr seid ja gar nicht mal so schlecht. Also gut, versprochen ist versprochen. Kommt in meine Arena und stellt euch der Herausforderung. Werde ich machen. Ist das nicht vor im Fliegen da hinten? Ich habe für die Ziele von Team Plasma überhaupt kein Verständnis. Da hast du vorhin gerecht. Bla 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 bla. Der Part ist schon zu lang. Was? Wie gesagt, ein bisschen lesen geht ja immer. Nur nicht so viel. Kriege ich da die Form 2-0 fliegen? Das wäre super geil. Ah, ewig Eis. Doch, ewig Eis ist nice. Das ist für Rotom. Lol. Das gebe ich ihm noch und dann sind wir am Ende. Bringt ihm natürlich noch nichts, weil er einfach momentan nicht wirklich Eisattacken hat. Wo ist es denn? Ganz nach oben? Schneller! Ewig Eis geben. Rotom. Er wird später ja Eis. Obwohl, nee, warte, er hat Münzamulett, ne? Ich gebe es Tobi. Tobi hält ewig Eis, genau. Gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich esse jetzt und trink was. Bis dann, tschüss.